Wisst ihr, Leute, wir haben gestern mit den Boys überlegt, was wir im Stream machen wollen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir eine Gaming-Session einlegen, und zwar Rebirth. Ihr habt ja mein Video da irgendwo verlinkt, zum ersten Nuke-Try gesehen, und das haben wir verkackt. Wir waren nicht gut genug, nicht schlau genug, nicht clever genug, nicht schnell genug. Ist okay, Fehler passieren kann man machen. Haben wir gesagt, Tarkov-Vibe dauert ja noch ein bisschen aktuell, kommt übrigens separates Video. Machen wir eine Rebirth-Session, geht auf neue Siege, versuchen die 30 Siege zu holen. Das hier passierte dann schnell. Ein Cheater! Wir haben einen! Wir haben den Cheater-Chat! Endlich! Ist lange her heute. Ich möchte ihn reporten. Der erste heute. Oh, ich will ihn reporten, bitte. Ja, wir müssen den zuschauen. Ey, ich war so heftig überrascht, wie schnell ich gerade down war. Ja, ich auch. Deswegen. Mir kam ja vorhin schon, wo ich Level 10 gecallt habe, war das schon für mich. Der hier ist das, oder Chat? Ja, dem, wo ich gerade zugucke. Ja, der ist das. Komm, lass mal gleichzeitig reporten. Vielleicht haben wir ja. Kann man den öfter? Ja, ist weg, ist weg. Er ist gebannt worden, oder was? Ja, ist weg. Er wurde instant gebannt! Beide von ihm sind weg. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es war eine richtig, richtig heftige Session. Wir haben gestern mit 3 Siegen angefangen. Und nach 8 Stunden haben wir den Stream beendet. Ihr dürft gerne auf Twitch vorbeikommen. Ich bin ein ziemlich cooler Dude, wenn es darum geht, live zu sein. Coole Community da, muss ich auch sagen. Coole Zuschauer, Zuschauerinnen, alles. Und haben bei 10, 11, 11, 11, 10, 10 Siegen aufgehört. Das heißt von 3 auf 10 Siege. Das Ganze, wenn wir ohne VPN gespielt hätten, wäre das niemals machbar gewesen. Es ist absolut absurd, was dieses Matchmaking mit einem anstellt. Also haben wir, und jetzt Achtung, kurz Werbung, SwatVPN genutzt. Mein VPN, mit dem ich ausschließlich Warzone und Rebirth spiele. Multiplayer nicht, weil Multiplayer ist mir egal, da mache ich immer nur Tarnung und sowas. Aber wenn ihr da irgendwie Bock habt, einfach auf den Discord gehen, ist günstig. Ihr könnt es 3 Tage kostenlos testen. Ist für mich der beste VPN-Anbieter, den es auf dem Gaming-Markt gibt für Gaming, was Call of Duty angeht. Aber das nur kleine Info nebenbei. Und gestern, als wir die Situation hatten, als dieser französische Hu tatsächlich gebannt wurde, live, während wir ihn reported haben, er war ja Level 9 oder Level 10, habe ich mich gefragt, wie eigentlich der Stand der Dinge ist, was Anti-Cheat in Warzone angeht und Rebirth und Multiplayer. Weil irgendwie ist dieses Thema Anti-Cheat die letzten Wochen so ein bisschen, ich weiß nicht, so um die Ecke gefallen, also das ist Zeichen für um die Ecke gefallen, so um die Ecke wie zu meinem PC. Denn es gibt diese Reports aktuell nicht mehr, wo Activision immer darüber gesprochen hat, welche, oder dieses Team Ricochet, welche neuen Funktionen das Ricochet jetzt hat und was man jetzt tut, um Cheater zu nerven und sowas. Und dadurch, dass ich auch aktiv nicht mehr so viel COD spiele, wie das früher mal war, kriegt man auch nicht mehr so viel mit. Man kann zwar zwischendurch auf Twitter gucken und suchen, aber wenn man heutzutage auf Twitter guckt, dann sieht man sowas. Und das sind so Sachen, keine Ahnung, ob das Satire ist oder ob das cool ist oder, aber wenn man hier so durchgeht, sieht man immer nur noch Scheiße. Alle auf dieser Plattform schreiben irgendeine Scheiße und es sind nur noch Titten und irgendwelche Beleidigungen, und eigentlich habe ich diese Plattform mal benutzt, weil ich über COD und Fußball-News irgendwie informiert werden wollte. Also verfolgt man das Ganze gar nicht mehr. Und dann habe ich jetzt überlegt, wie man für sich herausfinden kann, ob das Thema Anti-Cheat irgendwie eventuell besser ist. Und wie geht das besser, als wenn ich euch einfach frage? All die, die immer noch Warzone spielen, immer noch Rebirth Island spielen, Multiplayer spielen und alles, was wir da mittlerweile haben. Denn ich kann persönlich sagen, dass seit dem letzten Anti-Cheat-Report, den wir von Team Ricochet bekommen haben, sich in der Beobachtung, die wir gemacht haben, eins ganz deutlich geändert hat. In Rebirth sind viel, 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 viel weniger Cheater zu finden, als es vorher waren. Das ist natürlich keine statistisch beweisbare Sache, weil wir haben ja nicht die Daten für alles, aber es ist das Gefühl. Denn wenn wir spielen, ist es Rebirth, und in Rebirth sind es deutlich weniger als noch vor ein paar Wochen und ein paar Monaten.
Und für dieses Gefühl, was wir haben, dass es tatsächlich besser geworden ist, gibt es ja auch die Meldung, die wir vor ein paar Wochen hatten, als der Lawsuit gegen Engine Owning ja durchgegangen ist und die zu, ich weiß gar nicht, wie viel das waren, irgendwie 72 Millionen, 15 Millionen irgendwas Dollar verurteilt wurden und ihre URL aufgeben mussten und. Und dazu kam jetzt vor kurzem erst der Bericht von Charlie Intel, dass zwei weitere Cheat-Hersteller ebenfalls dicht gemacht haben. Guckt euch das an. Charlie Intel ist ja die Twitter-Seite schlechthin für COD-News und Activision-News und all diese Sachen, die dazugehören. Geschrieben, zwei weitere Cheat-Provider für Call of Duty sind wurden shut down, also wurden geschlossen sozusagen. Nach einer rechtlichen Notiz oder noch einem Infoschreiben von Activision, die beiden heißen Raging Nation und Stealthware. Und die haben dann geschrieben, ey, liebe Community, was auch immer das für eine Huren-Community ist, jemand, der mit unserem Geschäft zu tun hat, hat eine Info von Activision bekommen. Wir mögen zwar nicht übereinstimmen mit dem, was da irgendwie geschrieben wurde, aber wir sind in keiner Position, um uns mit so einer riesigen Unternehmen irgendwie anzulegen. Es bringt uns wirklich keine Freude, euch alle informieren zu müssen, dass wir unser Geschäft ab heute schließen. Danke für den ganzen Support durch die ganze Zeit. Wir lieben unsere Community und das ist das Letzte, was wir wollten. Das heißt, noch mehr Schmutz und Dreck, Rotz raus. Jemand, der in Free-to-Play-Games wie Warzone und Rebirth Island cheatet und Geld dafür ausgibt, ist einfach ein dermaßen heftiger, riesiger Versager, dass ich mit so viel Freude solche Leute sehe und all diese kleineren Firmen oder auch Engine-Owning, die richtig Probleme jetzt bekommen, zeigt zumindest, dass in dem Moment, wo ein Unternehmen wie Activision Geld in die Hand nimmt, um rechtlich gegen diese Unternehmen vorzugehen, das ist auch der einzige Weg anscheinend ist, wie man erfolgreich sein kann, denn das Anti-Cheat an sich von Ricochet ist leider nicht so gut wie andere Competitor auf dem Markt. Und ich sag's immer wieder, Valorant hat meiner Meinung nach von all den Games auf dem Markt eins der besten Anti-Cheat-Programme. Eins der schlechtesten ist definitiv Escape from Tarkov, BattleEye. Dieses Anti-Cheat ist, es hat einen Namen, es könnte die kleine Schwester von Ricochet sein. Diese beiden Anti-Cheats haben den Namen nicht einmal verdient. Und das hier ist so ziemlich das geilste Bild, was ich da gesehen habe. Point of View oder das Bild von den Geschäftsführern der Cheat-Provider, wenn Activision fertig ist. Erstmal Burger braten, weil man jetzt nichts anderes machen kann. Das ist so geil, ey. Und ich weiß, dass wir Weichbirnen auf der Welt mittlerweile haben, die aus jedem Satz etwas Negatives rausziehen wollen. Es geht nicht darum, dass Leute, die bei Mc's oder Burger King arbeiten, Jobs machen, die in irgendeiner Art und Weise wenig wert sind. Ich selber gehe sehr, sehr gerne in solchen Restaurants essen und bin heilfroh, dass es Menschen gibt, die dafür teilweise echt unterbezahltes Geld sich trotzdem den Arsch abschuften. Aber dieses Bild zeigt es so genau. Die Leute, die solche Unternehmen führen, sind doch Schwachmaten. Sie können doch offensichtlich nichts. Und haben ja auch nie was gelernt. Jemand, der in seinem Leben etwas gelernt hat, würde doch nicht anfangen, Cheats herzustellen, die von Anfang an illegal sind, in der Hoffnung, dass man irgendwie lang genug damit durchkommt, damit es am Ende irgendein Gewinn bei rausspringt. Also, dieses Thema Anti-Cheat ist halt immer super nervig für alle Leute wie uns, die einfach nur zocken wollen. Aber es ist schön zu sehen, dass wir zumindest auf dem Weg dahin sind, dass dieses Thema aktiv von den Unternehmen, nicht von allen und auch nicht so, wie man sich's wünscht, angegangen wird. Und jetzt holt mir noch ein Like und ein Abo von euch mit dem Hund. Das heißt, ihr Süßen, wenn ihr ein Like da lassen wollt und ein Abo, dann wäre das geil, wenn ihr das nur für Bella und mich da lasst. Dann kann ich der Süßen nämlich hier vielleicht noch ein, zwei Hundekekse kaufen. Wäre ja sehr geil. Und irgendwie sieht sie auf meinem Tisch, glaube ich, mein Brot, was ich nach dem Video essen wollte. Und ich glaube, sie möchte es haben. Alles gut, Maus? Haut rein. Und prima. Gut gemacht.